for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute als Intro-Tierchen für euch ein Teppichpython. Ich würde ihn als Spilotes variegata einordnen, ne? Morelia Spilotes variegata, wobei diese Teppichpython-Unterarten wirklich schwer ja zu bestimmen sind. Ne? Also die kamen alle vor vielen, vielen Jahren aus Australien, werden seit Jahrzehnten in der Terraristik gezüchtet. Und früher hat man auf die Unterarten gar nicht groß geachtet, aber alles Variegata, was irgendwie nach Teppichpython aussah. Mittlerweile unterscheidet man ja in die diversen Teppichpython-Unterarten. Haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Ja, der ist mir gerade ins Auge gestochen. Zum einen, man sieht, was das für Riesenprügel werden können. Ne? Also der hat deutlich über 2 Meter. Ich würde sagen, also wenn ich mal vor mir so runterhalte, ja, so mit 2,20 Meter hat der mindestens geschätzt. Ja, vielleicht so 4 Kilo würde ich mal schätzen, so 3-4 Kilo. Aber wunderschöne Tiere und erstaunlich, was das für kleine Würmchen sind, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Ne? Da sind die nicht mal fingerdick. Und nach wenigen Jahren, wie gesagt, gibt es echt so ein stattliches Terrarientier, ne, wo man auch erstmal den Platz dafür haben muss. Ne, also Terrarium, ich würde sagen so 1,80 mal Meter als Terrarium Minimum. Aber schon wunderhübsche Tiere, auch recht umgänglich immer. Und heute mein Intro-Tierchen für euch. Das Thema heute sind die Bardagamen. Jedoch wollen wir da keine Basic-Folge machen, die haben wir schon, können wir unten einblenden, Bardagamen Basics. In dem Fall geht es eher ein bisschen um die Farben. Hier in meiner linken Hand so eine adulte, mehr oder weniger klassische Wildfarbe Bardagamen, wie sie in der Natur vorkommt. Und hier in meiner rechten Hand, das ist so eine hübsche rote Bardagame, rot bzw. orange. Also der Trend geht schon immer bei den Bardagamen ins Rote. Ne? Man versucht möglichst oder überwiegend möglichst rote Tiere zu züchten. Das wird durch selektive Zucht gemacht. Es gibt in der Natur, in Australien gibt es wohl Verbreitungsgebiete, wo ein bisschen rötere Tiere vorkommen. Ich weiß nicht, ob das die Grundlage der Zucht ist für die roten Tiere oder ob man es letztendlich nur durch selektive Zucht geschafft hat oder wahrscheinlich ist eine Mischung ein wenig aus beidem. Ne? Man hat einfach möglichst rote Tiere genommen, mit denen weitergezüchtet, um dann Tiere zu bekommen, die dann rot oder orange sind. Beziehungsweise es gibt noch ein paar andere Farben, die ich euch da jetzt heute vorstellen möchte. Das Rote, was wir jetzt auch hier sehen, das ist eine selektive Zucht. Ne? Man probiert es durch so Line Breeding immer röter werden zu lassen. Aber der, ich würde sagen, der häufigste Erbgang bei der Bardagamenzucht ist ebenfalls rezessiv. In dem Fall auch. Fangen wir hier in meiner rechten Hand an. Das ist hypomelanistisch, ne? Oder hypo abgekürzt. Hypo heißt, dass das schwarze Pigment nur ganz wenig vorhanden ist. Man sieht noch so ein paar schwarze Stellen, vielleicht da am Bart oder insgesamt. Klar, scheint doch mal ein bisschen schwarze Farbe raus. Also nicht zu verwechseln mit amelanistisch. Amelanistisch würde heißen gar kein Schwarz. Gibt es, by the way, von Bardagamen meines Wissens noch nicht. Aber es gibt diese hypomelanistisch, wo, wie gesagt, das Schwarz ganz wenig ist. In dem Fall ist es Hypo-Red bzw. Hypo-Super-Red. Also wenn die so extrem rot sind, sagt man Super-Red. Oder es gibt auch so Ausdrücke wie Blatt oder Super-Blatt. Oder ich glaube, da gibt es keine einheitliche Namensgebung. Da macht jeder wegen sein eigenes Süppchen und versucht halt das Rot irgendwie durch einen tollen Ausdruck. Früher war es Sandfire, war so der gängige Ausdruck. Wie gesagt, jetzt so platt oder red oder super red, das auszudrücken. Aber zurück zum Hypo. Das Hypo kann ich am besten an den Fingernägeln oder an den Finger- und Fußnägeln erkennen. Die sind dann nicht wie bei der Bardagame jetzt in meiner linken Hand, sieht man es ganz gut, da sind die Nägel schwarz und bei den Hypos sind sie durchsichtig, ne? Wenn man es mal vergleicht. Ich weiß nicht, wie gut wir es mit der Kamera einfangen können, aber so müsste es eigentlich gehen. Hier bei den Hypos sind die Nägel durchsichtig und bei den
nicht Hypos, sind die Nägel schwarz. Ne? So kann man es ganz gut unterscheiden. Ne? Also hier Farbe Nummer 1, Hypo Badagame, in dem Fall in Verbindung mit Rot. Eine weitere rezessive Farbvariante ist es Translucent. In meiner linken Hand ein hübscher Translucent, ebenfalls Translucent Red oder Blood oder Super Red, wie wir es auch nennen wollen. Translucent spricht wenig auf die Haut an, die wegen so einen durchscheinenden, ich weiß nicht, die Translucent. Der Hintergrund ist, dass die Haut irgendwie nicht so stark pigmentiert ist oder nicht so stark dunkel pigmentiert ist. Ne? Die im Englischen bzw. vor allem im asiatischen Raum, die sagen Jelly Belly dazu. Jelly Belly, weil gerade bei den Jungtieren der Bauch als so ein bisschen wie so Jelly, also Marmelade, ne? So durchsichtig marmeladenartig wirkt. Ne? Hier bei dem subadulten Tier sieht man das schon immer so gut, aber man sieht, dass der Bauch irgendwie eine, ja, von der Farbgebung her, man sieht so das, ich weiß nicht, das so dunkel durchscheinend sieht es dann am Bauch aus. Ne? Also die Translucent, würde ich behaupten, sind am besten am Bauch zu erkennen. Der Translucent bewirkt eben insgesamt, dass die Farben extrem leuchtend sind. Ne? Also hier wieder der ganz gute Kontrast. Hypo macht zwar eine extrem rote Farbe, aber das Translucent macht so dieses Leuchtende. Ne? Das ist schon fast so, das geht ja schon fast Richtung Neonfarbe. Ne? Translucent auch wirklich eine von den Morphen, wo die Badagamen oder wo die Farben von den Badagamen wirklich ganz toll zum Ausdruck oder zum Vorschein bringt. Dann haben wir hier die dritte rezessive Farbvariante von den Badagamen, die sogenannte Zero. Ich halte den mal nach vorne, weil der das Zero besser zeigt. Zero sind im Prinzip fast weiße Tiere. Wenn sie klein sind, kommt das Weiß noch nicht zur Geltung. Umso größer sie werden, umso dicker wird die Haut und umso intensiver ist das Weiß vielleicht. Ne? Das ist hier so ein halbwüchsiges Tier. Größe habe ich im Moment leider nicht da zum zeigen, aber man sieht es in der Größe wirklich ganz gut. Zero hat auch keine Zeichnung, also es ist im Prinzip, ja, man würde, es ist vielleicht wegen der Leucist in der Bartagamenzucht. Ne? Ist auch mit die neueste Variante, gibt es so seit 5-6 Jahren ungefähr, gibt es die Zeros. Und der züchterische Gedanke ist halt, eine wirklich weiße Bartagame zu bekommen. Ne? Was ich jetzt hier habe, ist noch eine Combo, das Translucent, was ich vorher angesprochen habe, zusammen mit dem Zero, ne? Also das ist dann Translucent Zero. Hier sieht man nochmal ganz gut diesen Jelly Belly, den ich vorher angesprochen habe. Oder hier haben wir jetzt eigentlich ganz gut den Vergleich. Ne? Hier Translucent mit dem so wenig durchsichtigen Bauch und hier nur den Zero mit dem rein weißen Bauch. Ne? Da kann man es nochmal ganz gut sehen. Und auch den, wenn ich jetzt den mal so rumhalte, Translucent Zero, ich glaube, bei dem kann man ganz gut erkennen, wieso der Translucent heißt, ne? Weil die Haut einfach so wenig durchscheinend ist. Ne? Oder oben auf dem Kopf die Augenhügel, man sieht das Schwarz von den Augen oben durch. Die Haut ist einfach so durchscheinend. Ob das farblich beim Zero so viel Sinn macht, wenn man den weißen Zero durch das Translucent wieder dunkler macht, das ist noch fraglich. Da müsst ihr selber euren Geschmack entscheiden lassen, beziehungsweise könnt es gern unten bei den Kommentaren posten. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Aber so sieht man eigentlich ganz gut den Unterschied. Das waren die rezessiven Varianten von den Badagamen. Das sind so die häufigsten drei, würde ich sagen, die in der Zucht, die man am meisten findet. Nochmal kurz das Thema rezessiv. Rezessiv heißt, beide Elternteile müssen das Gen in sich tragen. Also ich muss Translucent mit Translucent verpaaren, um welche zu bekommen, oder Zero mit Zero, Hypo mit Hypo. Sonst bekomme ich diese Farbvariante nicht raus. Das Ganze ist rezessiv. Ich gehe jetzt noch dominante Tiere holen. Während ich Tiere hole, könnt ihr einen Daumen hoch lassen, euer Reptil-TV-Abo abschließen. Ich komme gleich zurück.
bei den dominanten bzw. co-dominanten Morphen ist eigentlich der Leatherback so der gängige und der Klassiker. Hier in beiden Händen habe ich ein Leatherback, einmal in Rot, einmal in Gelb, einfach um euch noch verschiedene Farben zu zeigen. Leatherback, wie der Name schon sagt, die Leatherbacks haben weniger Stacheln, also Lederrücken übersetzt, ne? Weniger Stacheln wie die klassische Bartagame oder die in der Natur lebende Bartagame. Das Ganze hat auch den Hintergrund, wenn ich Leather mit Leather verpaare, bekomme ich die sogenannten Silkbacks. Silkbacks haben dann keine Hautbeschuppung mehr, ist ganz schön umstritten in der Bartagamenzucht. Ja, ich würde mal sagen, auch nicht mehr sonderlich populär, weil die Silkbacks, das heißt, die werden empfindlicher beim Häuten. Das muss ich oder muss man bei der Häutung definitiv aufpassen, dass sie sich wirklich gut häuten. Aber es ist umstritten. Wie gesagt, schuppenlos ist in der Terraristik oder bei den Reptilien allgemein umstritten. Da kann jeder seine eigene Meinung bilden, beziehungsweise dürft ihr auch gern unten drüber diskutieren, was ihr von den Silkbacks haltet. Der Leatherback an sich hat keinerlei Einschränkungen. Durch das Leatherback kommen die Farben besser zur Geltung. In dem Fall haben wir, Hypo Tiger Leather. Ne? Wir haben den Hypo drin, den ich vorher gesagt habe. Dann haben wir Tiger. Ne? Tiger ist, wenn die seitlich so diese blauen Streifen haben hier drin, dann sagt man Tiger dazu. Ne? Der kleine ist auch. Das ist Hypo Tiger Citrus würde ich den, Hypo Tiger Citrus Leather würde ich den kleinen hier bezeichnen. Und das ist das gleiche, aber in Rot. Also Hypo Tiger Citrus, Hypo Tiger Leather Red, ne? Also die rote Farbe. Ja, wie gesagt, das Leather ist so bei den Kodome oder ist so die einzige sehr gängige Variante von den Farbvarianten, das sich dominant vererbt. Das heißt, wenn ich ein Leatherback in meiner Zucht habe und den mit einem Classic zum Beispiel verpaar, dann haben die Hälfte meiner Babys sind ebenfalls solche Leatherbacks. Ne? Die Hälfte der Babys, 50%, es vererbt sich dominant bzw. co-dominant. Die Superform, wie gesagt, der Silkback, erwünscht oder nicht erwünscht, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich hätte euch gern Albino-Bartagamen präsentiert. Die gibt es leider nicht oder noch nicht, beziehungsweise vor etlichen Jahren sind mal Bilder kursiert von Albino-Bartagamen. Aber man hat nie mehr was davon gehört. Eigentlich komisch, wieso gibt es von Bartagamen keine Albinos? Wenn ihr was drüber wisst, gerne posten, sagt Bescheid. Beziehungsweise vielleicht können wir über Facebook Fotos austauschen, wenn ihr was wisst oder kennt. Oder wenn es irgendwelche ganz neuen, hypigen Farben gibt, bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Bleibt mir treu, checkt my balls und abonniert Reptil TV, wenn es euch gefallen hat.